Willkommen zurück im nächsten Video. Heute schauen wir uns gemeinsam das Thema Multichain etwas genauer an und wir werden jetzt die BitTorrent Bridge dafür verwenden, damit wir den Integron von der Tron Blockchain erst auf die BitTorrent Chain wechseln. Die BitTorrent Chain funktioniert derzeit ja als Transport Chain. Das bedeutet, wir können nicht direkt von der BitTorrent Chain auf die Binance Smart Chain wechseln, sondern wir wechseln zuerst oder nicht direkt von der Tron Blockchain auf die Binance Smart Chain wechseln, sondern wir wechseln zuerst von der Tron Blockchain auf die BitTorrent Chain. Auf der BitTorrent Chain wechseln wir dann weiter vom Integron T, also Integron Tron, auf den Integron B, also Integron Binance Smart Chain. Und vom Integron B, also vom Integron Binance, gehen wir dann auf die Binance Smart Chain. Und die Schritte schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Also, ich bin hier auf unserer Integron Hauptseite und wir gehen hier jetzt mal zuerst zu unserem Integron Swap. So, wir brauchen hier natürlich Integron und wir brauchen auch BTT. Ja, beides kann ich hier kaufen. Also ich würde euch empfehlen, so circa, also das ist jetzt etwas viel, aber gut, also nicht etwas viel, das sind jetzt etwas viele BTT, weil wir müssen auch ein paar BTT auf die BitTorrent Chain transferieren und dafür ist es ganz gut, wenn wir uns da ein paar kaufen. Es ist so, die Transaktionen auf der BitTorrent Chain sind extrem günstig. Ja? Also mit diesen 100 Tronnen, also diesen 3 Millionen oder 3,5 Millionen knapp, werden wir sehr, sehr viele Transaktionen machen können. Aber es schadet auf alle Fälle nicht, auch ein paar BTT auf der BitTorrent Chain zu haben, im Wallet dann später, weil man einfach dann ja auch später das Staking zum Beispiel auf der BitTorrent Chain verwenden kann. Ja, es ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht aktiv, aber Integron ist ja ein Multi-Chain-Swap. Das bedeutet, wir bieten alles auf derzeit drei verschiedenen Blockchains an. Das heißt, du kannst auf Tron swappen, staken, Liquidity Pool hergeben. Es kommt dann später noch ein NFT. Das ist jetzt schon fertig, da hat das Minting aber noch nicht begonnen. Es wird verschiedene Sachen geben. Also es wird nicht alles auf jeder Blockchain geben. Da müssen wir schauen, wie sich da dann dahinter später die Teams bilden auch. Aber ja, auf alle Fälle den Swap und das Staking, den gibt es auf allen Blockchains oder auf diesen drei Blockchains jetzt zuerst mal. Gut, also wir kaufen jetzt hier mal für 100 Tron BTT. Genau. So, dann gehen wir jetzt weiter auf die Seite von BitTorrent. Wie immer findet ihr natürlich alle wichtigen Links, die ihr braucht, unter diesem Video in der Beschreibung drinnen. Und ich würde euch auch raten, diese Links oben in einem Menü einfach nochmal abzulegen. Das kann man ja dann schön sortieren, braucht man immer wieder. Gut, ich bin jetzt schon in beide Wallets eingeloggt. Das heißt, ich bin einerseits in meinem Tron Wallet eingeloggt und andererseits in meinem MetaMask Wallet. Da haben wir uns ja in einem anderen Video schon angeschaut, wie lege ich ein MetaMask Wallet an, wie kann ich hier das Ganze hinzufügen. So, und jetzt schicke ich zuerst meine BTT rüber. Ich mache hier gleich maximal. Ganz wichtig, hier unten müsst ihr eintragen, auf welche Wallet soll das denn transferiert werden. Transfer. Approve. Genau. Und ihr braucht natürlich ein bisschen Energie. Also in meinem Fall habe ich jetzt hier keine Energie mehr in diesem Wallet. Deswegen kostet mich das 6 Tron Gebühren. Genau. Und Confirm Deposit. Nochmal bestätigen, kostet jetzt nochmal 12 Tron. Gut. So, jetzt habe ich mal die BTT rübergeschickt auf die BitTorrent Chain. So, weil wir gleich dabei sind, schauen wir hier gleich nach. Hier habe ich jetzt hier meine Integron und von den Integron nehme ich jetzt auch 1000 Stück. Na. Genau. Und diese 1000 Stück, und da seht ihr es jetzt schon, wechsle ich jetzt in den Integron T. Ja? Da kann man hier einstellen, dass man eine Stunde das macht. Genau. So, jetzt ist das durchbestätigt worden. Confirm Deposit.
Genau. So, jetzt haben wir das mal von der einen Chain auf die andere geschickt. Ja? Also wichtig, wir brauchen unser Tronlink Wallet. In das Tronlink Wallet müssen wir uns einloggen und wir loggen uns in unser MetaMask Wallet ein und dort gehen wir auf die BitTorrent Chain. Ja, das ist ganz wichtig. Ja? Also hier MetaMask. Und wir müssen in das BitTorrent Chain Mainnet. Genau. Hier bei All Transactions können wir uns wieder anschauen, wie die Transaktionen gerade verlaufen. Also hier oben sehen wir, die zwei sind derzeit auf Deposit, noch im Pending. Man kann sich das hier dann noch einmal genauer anschauen. Und hier sieht man Processing und da habe ich schon gemerkt, diese Zeit, die passt wirklich sehr gut. Also wenn hier, solange sie noch auf Processing ist, müssen wir einfach jetzt warten. Wunderbar, unsere Tron und unsere BitTorrent befinden sich nun auf der BitTorrent Chain und jetzt geht es wieder weiter bei iSwap. So, wir brauchen jetzt hier den iSwap auf der BitTorrent Chain und wir sehen hier schon, da ist noch das falsche Logo drin, aber wir sehen hier schon, wir haben den BTT, ja, die sind hergeschickt worden und wir haben jetzt hier den Intergrown T. So, und den Intergrown T, den muss ich jetzt wandeln in den Intergrown B. Genau. Einmal swappen. Confirm. Bestätigen. Genau, dann kann man sich den hier auch immer noch bei MetaMask mit dazufügen. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich den auch noch ganz einfach bei MetaMask hinzufügen. So, jetzt haben wir den Intergrown B, also den Intergrown für die Binance Smart Chain. Ja? Jetzt gehen wir wieder zurück und wir brauchen jetzt wieder unsere Bridge. So, und jetzt müssen wir auf Withdraw und wir wollen jetzt auszahlen. Aus dem BitTorrent Network brauchen wir den Intergrown B und den wollen wir jetzt rüberschicken auf die Binance Smart Chain. Genau, das Wallet bleibt jetzt das gleiche. Das heißt, ich kann ja auf MetaMask oder das BitTorrent Wallet ist genau das gleiche wie das Binance Smart Chain Wallet. Das heißt, es bleibt immer auf derselben Wallet-Adresse. Es wird nur auf eine andere Blockchain transferiert. Dauert 20 Minuten. Also da gibt es immer unterschiedliche Zeiten, aber diese Zeiten, die hier angezeigt werden, die stimmen, ja, also das, was ich bis jetzt so gesehen habe. Das heißt, wir müssen jetzt wieder weitere 20 Minuten warten und jetzt das nochmal bestätigen. Und jetzt ist es so, jetzt wird eben der Intergrown B auf die Binance Smart Chain transferiert und dort gibt es eben den Intergrown auf der Binance Smart Chain. Also das ist jetzt im Hintergrund noch ein bisschen komplex. Wir sind gerade dabei, oder ich will da noch gar nicht zu viel vorgreifen. Wir machen dann sowieso wieder ein Video dazu, wie das dann nochmal funktioniert. Und genau, aber so ist jetzt derzeit der Ablauf. Ja? Das heißt, ich habe jetzt den Intergrown Tron auf die BitTorrent Chain getauscht. Von der BitTorrent Chain kann ich in den Intergrown B wechseln und vom Intergrown B kann ich jetzt wieder auf die Binance Smart Chain. Und ja, wir sehen uns wieder in 20 Minuten. Wunderbar, das Warten hat ein Ende und unsere Intergrown sind nun auf der BitTorrent Chain angekommen. Jetzt ist eins ganz wichtig, auf der BitTorrent Chain müssen wir diese zuerst claimen. Ja? Also hier steht dann nicht finished, sondern hier müssen wir die jetzt zuerst einmal bestätigen. Genau, jetzt sehe ich hier schon die Bestätigungen. Genau. So, jetzt ist es fertig und jetzt habe ich nämlich hier schon, falscher Swap, also jetzt gehen wir nämlich auf die Binance Smart Chain. Connect Wallet. Genau, und jetzt sehen wir, hier sind unsere Intergrown schon angekommen.
Ja, und das Gleiche ist natürlich wieder genau derselbe Weg zurück. Das heißt, wenn ich jetzt wieder das Ganze zurückbridgen will oder auf eine andere Blockchain bridgen will, geht das natürlich genauso. Und das ist Multichain. So, und das werden wir oder das werden jetzt mit Integron World eher noch viel weiter umsetzen. Das heißt, jetzt die ersten drei Blockchains sind jetzt mal fertig: Tron, Bittorrent Chain und Binance Smart Chain. Es werden noch weitere folgen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wann und wie und was. Wir werden jetzt zuerst mal schauen, dass die ganze Plattform wirklich stabil läuft. Und wir gehen immer weiter in Richtung dezentrales System. Also das heißt, auf jeder Blockchain wird es dann später verschiedene Abstimmungen immer wieder geben. Das heißt, oder was heißt das? Heißt, das ist einfach so, dass es, ich habe es in einem anderen Video schon mal erklärt, es gibt meiner Meinung nach nicht die perfekte Blockchain, aber sonst würden wir einfach nur eine haben und alle würden einfach daran an dieser Blockchain arbeiten. Und es gibt einfach Leute, die sagen, ich will nur mit der Binance Smart Chain arbeiten, weil ich habe einfach mein größtes Vertrauen in Binance und in die Binance Smart Chain. Oder ich möchte nur mit Tron arbeiten, weil Tron hat einfach die schnellsten und günstigsten Gebühren. Oder ich will nur auf der BitTorrent Chain arbeiten, weil ich verwende auch die BitTorrent Server oder was auch immer. Ja. Und es ist einfach jetzt das Zeitalter Multi-Chain angebrochen, ja, und das wird noch viel, viel, viel intensiver werden. Weil jetzt ist es so, damit wir hier nur pro Blockchain switchen. Der nächste Schritt ist ja dann ein Multi-Chain-Swap, aber dazu brauche ich eben erstmal die Liquidität auf jeder Chain. Und dann kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt gehen wir in Richtung Multi-Chain-Swap. Das ist dann das nächste Thema jetzt nochmal, dass ich von Haus aus gleich sage, okay, ich habe jetzt den Integron auf der Binance Smart Chain und ich möchte automatisiert den Integron auf der Tron Blockchain haben. So, und dazu braucht man eben auf jeder Blockchain diese Liquidität, wo ich dann wieder durchtauschen kann und deswegen eben jetzt diese Liquidity Pools zuerst mal oder zuerst mal die Swaps aufgebaut auf jeder Blockchain und später. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, wann später gehen wir das Thema an Multi-Chain-Swap. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt soweit erklären, wie das Ganze funktioniert und wie man auch dann später diese Arbitragen ausnutzt, weil derzeit ist es ja zum Beispiel so, dass der Kurs von Integron auf der Binance Smart Chain um einiges höher ist als auf der Tron Blockchain. Jetzt kommt dann die BitTorrent Chain dann noch dazu und und. Das heißt, wir haben hier jetzt wirklich dann ein Chainless Arbitrage Trading. Weiß nicht, ob man das so nennt. Oder vielleicht ist es ein neues Wort. Okay, gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video so weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, alle wichtigen Links sind unter diesem Video mit drinnen. Schaut einfach zu uns in die Gruppe rein und dort können wir euch dann sicher weiterhelfen. Gut, dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Erfolg auf dem Kryptomarkt und keep cool and buy Integron.